Ja, Bindung und psychische Gesundheit. Ich versuche einen Bogen zu spannen vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter. Die Bindungsforschung ist ja eine Forschung, die über die Lebensspanne von der Wiege bis zur Bahre, wie John Bowlby das auch benannt hat, relevant ist. Und ich hoffe, dass Sie einiges mitnehmen können. Ich denke, ich werde versuchen, Ihnen verschiedene Ausschnitte auch aus der eigenen Forschungswerkstatt und Psychotherapieforschung auch Ihnen näher zu bringen. Und ich hatte mir überlegt, dass ich mal anfange, ganz allgemein Bindungsentwicklung, inwieweit Bindung eben ein Schutzfaktor für die weitere. Hören Sie mich hinten oder ist es nicht so gut? Ich sehe gerade nur in den Gesichtern, dass Sie angestrengt gucken. Soll ich lauter sprechen oder ist es, kann man es ein bisschen lauter drehen? Okay. Inwieweit die Bindungsentwicklung ein Schutz- oder Risikofaktor für die weitere Entwicklung sein kann? Jetzt ist es besser, ne? Genau. Dann insgesamt ist das Bindungskonzept ja ein transgenerationales, das geht davon aus und deswegen ist die Bindungsforschung, denke ich, auch immer noch relevant in der Entwicklungspsychologie, aber auch in der klinischen Psychologogie, weil es eben eine Weitergabe von Bindungserfahrungen darlegt und auch nachweisen kann und wir hier eben bestimmte Methoden haben, das auch zu zeigen. Wir wissen es natürlich, dass wir von unseren Eltern einiges mitbekommen, dass wir es vielleicht auch weitergeben, aber hier haben wir eben die Möglichkeit, das auch zu beforschen. Ja, psychische Gesundheit ist mit Bindungssicherheit sicherlich sehr verbunden, aber eben leider die Bindungsunsicherheit auch eher mit der Entwicklung von Erkrankungen, psychischen Erkrankungen. Und zum Schluss würde ich dann gerne noch mit einer guten Botschaft dann den Vortrag beenden, nämlich einmal, wie kann man eben bindungsorientiert arbeiten und vor allem auch die Veränderbarkeit von Bindungsunsicherheit in Richtung Bindungssicherheit. Hier haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die eben zeigen, auch wenn schwer traumatisierte Patienten hier Bindungstraumata erlebt haben, dann ist Psychotherapie wirkt. Und insofern denke ich, das würde ich dann gerne noch zum Schluss zusammenfassen. Ja, John Bowlby war der Begründer der Bindungstheorie und Bindungsforschung und hat in den drei Bänden Bindung, Trennung und Verlust die wichtigsten Grundbausteine sozusagen gelegt, die zeigen, wie wichtig eben die erste sozusagen frühe Bindung eines Kindes an eine wichtige Bindungsperson ist. Etwas, was früher sehr relevant war, weil damals sozusagen die realen Interaktionserfahrungen zwischen Eltern und Kind noch nicht so im Fokus standen. Und das war wirklich, denke ich, gar besonders Bowlby zu verdanken, dass er das sehr klar beschrieben hat, was eben Trennungserfahrungen, aber auch Verlusterfahrungen für Auswirkungen auf die weitere Entwicklung haben. Und insofern kann man sagen, dass diese sichere Basis oder Secure Base, wie er es genannt hat, tatsächlich etwas ist, was von Beginn an bis dann ins hohe Lebensalter eben relevant ist und eben unser Bedürfnis, uns zu binden an eine wichtige Person, ist etwas, was sozusagen über das ganze Leben eben bedeutsam ist. Das, was die Grundannahmen der Bindungstheorie sind, noch kurz zusammengefasst, viele haben ja wahrscheinlich schon mal davon gehört, ist eben, dass ein Säugling, und das hat Bowlby wirklich sehr klar beschrieben, gerade im Laufe des ersten Lebens ja eben eine sehr spezifische emotionale Bindung an die Hauptbindungsperson hat. Das kann Mutter, Vater, kann natürlich auch eine andere Person sein. Und dass diese Person auch dann entsprechend dieser sogenannte emotionale Hafen ist und eben einfach auch damit die sichere Basis für die Exploration, für die Entdeckung der Welt. Wir haben einige biologische Studien, die zeigen, wie wichtig Bindung ist und was für einen Überlebenswert das hat. Bereits in den 60er Jahren haben wir Untersuchungen auch zum Beispiel von einem Verhaltensforscher, Harry Harlow, gesehen, dass kleine Rhesusäffchen sich eben besonders an eine Substitutenmutter, die kuschelig war, aber keine Nahrung gespendet hat, eben mehr Zeit verbracht haben, weil es so wichtig war, dass sie sozusagen dieses kuschelige Umfeld hatten. Das waren, denke ich, damals sehr bahnbrechende, wichtige Ergebnisse, an die John Bowlby sich auch angelehnt hat, um zu zeigen, Bindung hat einen primären Überlebensstatus und ist wichtiger natürlich dann auch in Summe als nur die Nahrung. Gerade auch René Spitz war beauftragt, wie John Bowlby auch damals von der WHO zu beobachten und zu beschreiben, was es eben dann auf sich hat, wenn Säuglinge
zwar mit hygienischen Umweltbedingungen aufwachsen in den Waisenhäusern, aber eben keine wichtige Bindungsperson haben. Und das hat dann sehr deutlich gezeigt, dass diese Säuglinge auch dann entsprechend depressiv wurden und eben entsprechend emotional verkümmert sind. Es gibt sehr viele Tierbefunde, die zeigen, dass diese sozusagen emotionale Deprivation bis in die Zelle molekular die Auswirkungen auch zeigt. Das hat man eben besonders bei Mäusen, aber auch Wühlmäusen und Ratten oder auch anderen Tieren zeigen können. Aber die gute Botschaft ist, wenn sich das sozusagen in experimentell durch eine bereichernde Umgebung dann wieder verändert, dass das sehr reversibel ist und dass man das auch molekularbiologisch nachweisen kann. Das heißt, und das zeigt auch wieder, Psychotherapie ist relevant. Wir haben sozusagen ja eine Neuroplastizität und wir können sozusagen auch tatsächlich durch emotional korrigierende Erfahrungen etwas deutlich verändern. Und das zeigen auch die entsprechenden Studien. Die Bindungsforschung ist sehr breit aufgestellt. Sie hat ja begonnen in der Entwicklungspsychologie mit gesunden Familien, wo es darum vor allem ging zu sehen, wie sich Kinder im ersten Lebensjahr entwickeln, wie sie die Bindungsqualität an die Bindungspersonen sich auch nachweisen lassen, beobachten lassen, messen lassen. Und insofern startete die Bindungsforschung in diesem entwicklungspsychologischen Umfeld. Aber es haben dann doch einige Kliniker und Psychotherapeuten entdeckt, wie relevant diese Forschung sein kann, auch um zu verstehen, wie sich Störungsbilder entwickeln und wie man dann eben auch tatsächlich Veränderungen in der Psychotherapie nachweisen kann. Es wird immer sozusagen auch in einem neurobiologischen Modell einige Studien, die zeigen, dass sich das dann eben auch neuronal zeigt. Das werde ich dann zum Schluss noch drauf zu sprechen kommen. Das, was, denke ich, für die Klinik, aber auch für die Psychotherapie von Bedeutung ist, dass es ein eben transgenerationales Modell ist. Das heißt, die Bindungserfahrungen, die wir machen, basieren ja auf den realen Interaktionserfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir sprechen von sogenannten inneren Arbeitsmodellen von Bindung oder auch Schemata, die wir dann abspeichern, bereits als Kinder, und die dann beobachtbar werden. Und sozusagen auch dann im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter sehr gut anhand sozusagen der Sprache, wenn wir dann Jugendliche oder Erwachsene befragen, auch entsprechend messbar sind. Interessant und wichtig ist, dass wir Bindung können wir nur beobachten, wenn sozusagen das Bindungssystem aktiviert wird. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, des der Trennung, des Verlustes oder wenn Gefahr droht. Das ist etwas, wo wir sozusagen in einer bindungsrelevanten Situation sind. Vielleicht auch tatsächlich jetzt gerade die Pandemie. Und da sind ja auch sehr viele Studien schon gelaufen, auf die ich dann auch noch kurz eingehen werde. Das ist so eine typische Situation, glaube ich, für viele gewesen, wo man sich dann gern an jemand wendet und eben diese soziale Isolation auch sehr belastend ist. Das, was die Bindungsforschung sehr berühmt gemacht hat und nachhaltig berühmt gemacht hat, ist, dass man in diesen ersten Untersuchungen zeigen konnte, dass so wie Eltern über ihre Bindung sprechen, wie sie sie selber verarbeitet haben, das dann eben auch vorhersagen kann, wie sich das Kind im ersten Lebensjahr entwickeln wird. Und diese sozusagen Vorhersagekraft dieser Methoden hat, denke ich, sehr viel dazu beigetragen, dass das dann auch für die Klinik und für die klinische Psychotherapie relevant wurde. Wir unterscheiden in der Bindungsforschung vier Bindungsmuster, auf die ich ganz kurz nur eingehen werde. Ich werde Ihnen dann noch auch Beispiele zeigen. Und es zeigt sich eben sowohl auf der empirischen, aber auch auf der konzeptuellen Ebene, dass Eltern, die eine sichere Bindung haben, auch sozusagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, und das ist immerhin doch ein relativ großer Anteil bei gesunden Familien, also so um die 65%, auch sichere Kinder haben, also dass das auch weitergegeben wird. Und wir unterscheiden dann noch zwei unsichere Typen, die Vermeidung und die Ambivalenz. Und das, was jetzt für die Psychotherapie oder auch für die Klinik und die sozusagen psychischen Erkrankungen von Bedeutung ist, ist das sogenannte desorganisierte Bindung, die bei kleinen Kindern eher in Hochrisikofamilien vorkommen und bei eben Eltern, die selber eigene Traumata nicht gut verarbeitet haben. Und hier sozusagen die Weitergabe dann auch möglich. Ja, das wäre sozusagen diese
diese Grafik, um zu zeigen, das ist die Weitergabe an die nächste Generation. Und interessant ist, dass bisher besonders als Vorhersagekraft die eigene mütterliche oder elterliche Repräsentation von Bindung, das heißt, wie die Mutter, der Vater das sozusagen abgespeichert hat, das besonders relevant ist in der Weitergabe. Ja, bitte. Also wenn traumatische Bindungserfahrung einer Mutter oder eines Vaters vorkommt, oder, tut sie dann das Gleiche mit dem Kind, oder wie, was ihr widerfahren ist, oder wie geht sie das weiter? Weil das ist ja ganz schwierig zu verstehen, wie sowas kann weitergeben werden, oder? Genau, also wenn es unreflektiert, zum Beispiel hatten wir eine Patientin, die hat gesagt, ich wurde sehr viel geschlagen als Kind und habe das halt ertragen und es ist aber nicht verarbeitet gewesen und sie hat sozusagen dann ihre eigene Gewalterfahrung eben auch weitergegeben. Und wenn das sozusagen nicht reflektiert und bewertet werden kann und verändert werden kann, dann wird es eben weitergegeben. Aber dafür ist die Psychotherapie ja dann da, um eben eine neue Einschätzung der Situation von damals erreichen zu können. Ja, wir haben verschiedene Methoden, die wir eben anwenden in der Bindungsforschung, um dann eben zu sehen, inwieweit wir es mit einer sicheren Bindung zu tun haben oder einer unsicheren Bindung und dann natürlich auch wiederum das immer im Zusammenhang zu bringen mit einer gesunden oder eher sozusagen einer ungünstigen Entwicklung. Und da würde ich gerne jetzt kurz darauf zu sprechen kommen. Die Bindung bei den kleinen Kindern können wir durch eine Verhaltensbeobachtung messen, die Bindungsqualität, nämlich indem wir hier die Kinder ganz kurz von ihrer Bindungsperson, das kann Mutter oder Vater sein, kurzfristig trennen und dann wieder vereinigen und sehen, was für Ressourcen sind da, wie reagieren sozusagen die Kinder auf diese kurze stressreiche Situation, die aber sehr kurz dauert, also nur knapp 3 Minuten. Etwas, was im Alltag sehr häufig ist. Ja, bitte. Kann man solche Trauma, dass aber Urängste auch genetisch weitergeben? Also, dass der Säugling ist quasi schon in der Genetik, im Hirn, also in Neuronen, dass es dort schon angelegt ist. Das ist schon möglich. Wir haben gerade eine große Studie in Ulm durchgeführt und haben da die Hypothese gehabt, dass das eben auch tatsächlich schon genetisch sozusagen diese Prädisposition weitergegeben wird, konnten es aber nicht nachweisen. Also es, glaube ich, ist auch von der Studienlage nicht ganz klar. Wir haben Gott sei Dank nicht nachweisen können, dass das automatisch passiert, sondern dass es dann letztlich wieder die Umwelterfahrung ist, die relevant ist. Also das ist jetzt eine große mit 500 Mutter-Kind-Dyaden gewesen, also die relativ repräsentativ war, aber wie gesagt, gibt auch sicherlich andere Befunde. Aber ich fand unsere Befunde sehr wichtig, dass das nicht automatisch ein Determinismus ist. Ja, und auf der Seite der Erwachsenen oder der Jugendlichen haben wir eben die Möglichkeit, nicht über jetzt diese Verhaltensbeobachtung, sondern über Instrumente der Bindungsinterviews, indem wir befragen, wie war denn Ihre Bindung damals zu Ihrer Mutter, Ihrem Vater, wie haben Sie auf Trennung reagiert, wie haben Sie Verlusterfahrungen gehabt, und hier sehr spezifisch nachfragen, auch ganz konkrete Erlebnisse uns schildern lassen. Und das aktiviert auch. Also wenn ich Sie fragen würde, wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter von damals beschreiben, die Sie als Kind gemacht haben, zwischen dem 4. und 12. Lebensjahr, und ich frage Sie dann ganz konkret, welche Erlebnisse Ihnen einfallen, die das belegen würden. Das aktiviert sicherlich was in Ihnen. Und so ist dieses Interview aufgebaut, was wir so häufig in dieser Forschung verwenden. Und ein weiteres Instrument, was jetzt in den letzten Jahren ich sehr gerne auch einsetze, ist etwas mit Bildern, wo wir bindungsbezogene Bilder den Probanden oder Patientinnen zeigen und sie dazu eine Geschichte erzählen und wir eine sehr valide sozusagen Möglichkeit haben, das entsprechend dann in Bezug auf die Bindungsverarbeitung auszuwerten. Ja, schauen wir uns kurz noch die Grundlagen an. Mary Ainsworth hat ja diese Laborsituation für die ersten Kinder im ersten Lebensjahr geschaffen und auch entsprechend beschrieben. Und ein wichtiger Aspekt, der sicherlich auch für die Psychotherapie von großer Bedeutung ist, ist das feinfühlige Verhalten der Bindungsperson. Etwas, was wir dann als Psychotherapeuten auch möglichst mit unseren Patienten machen sollten, nämlich erstmal die Signale wahrnehmen
und darauf richtig im Sinne des Kindes zu reagieren und zwar prompt zu reagieren und dann entsprechend auch Situation und altersangemessen. Das ist sozusagen eine Basis für eine sichere Bindungsentwicklung und insofern damit auch sicherlich eine Basis für eine gesunde psychische Entwicklung. Und wie gesagt, Bindungsperson steht für Mutter oder Vater, weil es natürlich häufig schon so ist, dass jetzt auch viele Väter eine ganz wichtige Bindungsperson sind. Wenn wir die Studien durchgeführt haben, haben wir leider immer mehr Mütter, weil das eben einfach etwas ist, was in den Studien sich so ergibt und da auch die Zeit vielleicht eine Rolle spielt. Aber Väter spielen natürlich in dem ganzen System, Familiensystem hier eine sehr, sehr bedeutsame Rolle. Ja, vielleicht kurz noch ein Thema, was ich gerne für das erste Lebensjahr noch betonen möchte, nämlich wir haben zwei Systeme, einerseits das Bindungsverhalten, was im ersten Lebensjahr ausgebildet wird, aber auch das Explorationsverhalten. Und das kann sozusagen im Idealfall sich die Waage halten. Und wir sehen das gleich an einem sehr schönen Beispiel, ein sicheres Kind, was in dieser Situation ist, kurz eben getrennt zu werden von der Bindungsperson, aber dann sozusagen auch ganz klar zu zeigen, dass es sich entsprechend dann auch die Nähe sucht und sobald es dann beruhigt ist, auch wieder entsprechend sich für die Umwelt interessieren kann und neugierig werden kann. Das heißt, hier ist es idealerweise sozusagen eine sehr gute Balance zwischen diesen beiden Systemen. Das ist das, was eben mit einer guten und einer sehr positiven Entwicklung in Verbindung gebracht wird in den meisten Untersuchungen. Und hier geht es vor allem darum, und es sind ja wie gesagt ein großer Anteil bei gesunden Familien, also bis zu 65%, dass eben diese Kinder schon im ersten Lebensjahr abgespeichert haben, egal was passiert, ich kann mich eben an meine Bindungsperson wenden mit allen Gefühlen, die eben damit zusammenhängen. Und wir erwarten auch eher, dass Kinder im ersten Lebensjahr protestieren, weinen und ganz deutlich zeigen, wo bist du und natürlich auch entsprechend die Nähe aktiv suchen. Es dauert nicht lang, aber diese kurze Sequenz, die Sie gesehen haben, hoffentlich hat gezeigt, es hat sich gelohnt, ja, sich darauf einzustellen, was braucht jetzt mein Kind, um sich wieder zu beruhigen. Und das läuft intuitiv und bei den meisten gut. Ich glaube, durch das Nicken habe ich gesehen, dass Sie das auch so empfunden haben. Okay. Gut, das wäre ein gutes Beispiel für die Bindungssicherheit gewesen. Und was sehr schön war, es hat wirklich durch diese mimischen, vokalen Äußerungen auch seitens der Bindungsperson, ist quasi, dass wir nennen das in der Forschung auch Mindedness, also sie konnte sich sehr gut in die Situation, in das Gefühl des Kindes hineinversetzen und hat das auch verbalisiert. Und wir haben heute ein Konzept, was epistemisches Vertrauen genannt wird. Und ich denke, diese sichere Basis, diese sichere Bindung, das Kind hat ja im ersten Lebensjahr damit viel zeigen können von den eigenen Gefühlen, ist eine sehr gute Basis, um eben dann selbstwirksam zu sein, sich zu fühlen und dann auch Vertrauen, ein Vertrauen zu entwickeln. Und dann auch später sozusagen wäre das eine Voraussetzung eben auch für die Fähigkeit nachzudenken, was wir Mentalisierung nennen in diesem Jargon oder auch eine Intelligenz. Das heißt, wir können sagen, grundsätzlich mal sichere Bindung ist als Schutzfaktor zu sehen. Es ist Gott sei Dank bei gesunden Familien ein hoher Prozentsatz. Wir haben auch in der Pandemiezeit gesehen, dass sichere Bindung ein wichtiger Aspekt ist, der uns hier schützt. Und unsichere Bindung eher ein Vulnerabilitätsfaktor. Das, was schwierig ist, ist die sogenannte desorganisierte Bindung. Ich werde darauf noch kurz zu sprechen kommen, weil die auch die Grundlage ist zum Verständnis der Entwicklung von psychischen Erkrankungen. Also was wir jetzt so mitnehmen können zum Thema gehörig sichere Bindung, ist mit psychischer Gesundheit assoziiert. Und es gibt eine ganz große Anzahl an Befunden, gerade von den Regensburgern, wo ich studiert habe, den Grossmanns, die dann viele, viele Bereiche untersucht haben. Die Kinder, die im ersten Lebensjahr sicher gebunden waren, hatten dann in späteren Aufgaben, wenn man diese Stichprobe dann länger verfolgt hat, über viele Jahre, tatsächlich mehr soziale Ressourcen. Sie haben im Kindergarten weniger aggressives Verhalten gezeigt, mehr Kompetenz, konzentrierter beim Spiel und so weiter. Also das hatte tatsächlich deutliche Auswirkungen der frühen Kindheit, aber auch in der
mittleren Kindheit dann mit mehr Selbstvertrauen und auch mehr Flexibilität und einer positiven sozialen Wahrnehmung. Das wurde in sozusagen sehr vielen verschiedenen Bereichen untersucht. Und insofern kann man zeigen und sagen, sichere Bindung, und das zeigen auch Meta-Analysen inzwischen, ist ein guter Schutzfaktor, gerade dann auch, wenn zum Beispiel es um soziale Kompetenz geht oder auch als Schutzfaktor gegen verschiedene Erkrankungen oder auch gegen Bindungsstress. Ja, eine große Untersuchung hat auch gezeigt in der Covid-Pandemie-Zeit, dass Bindungssicherheit gerade bei den Jugendlichen, wenn sie sozusagen sich insgesamt sicher als sicher eingestuft haben oder eingeschätzt haben, hier sicherlich ein Vorteil war, auch mit dieser sozialen Isolation umzugehen. Und eine weitere Analyse, die also noch sehr viele Studien dann untersucht hat, es waren 35 Studien, insgesamt 2000 Mutter-Kind-Paare, zeigte auch ganz deutlich, dass Bindungssicherheit mit eben Korrelaten von Gesundheit sehr klar assoziiert war, weniger Stress, weniger Depression und eben das eben bei Bindungssicherern. Das heißt, es ist jetzt schon ein relativ klarer Befund, der jetzt schon mal einen wichtigen Teil auch des Themas, was wir gewählt haben, für den Vortrag beantwortet. Ja, unsichere Bindung als Vulnerabilitätsfaktor. Ich würde das jetzt noch kurz versuchen zusammenzufassen, damit wir dann auch mehr mit dem Erwachsenenalter uns beschäftigen können. Hier haben wir ja zwei verschiedene Bindungstypen, die ambivalente Bindung und die vermeidende Bindung. Vielleicht ganz kurz würde ich Ihnen ein Beispiel noch zeigen von einer ambivalenten Bindung, was wir dann rausschneiden werden, wenn Sie das sozusagen jetzt ja aufnehmen. Die sichere Bindung ist eher unproblematisch. Hier geht es jetzt mir auch darum, dass Sie natürlich das sehen mit der Brille, dass das eine Mutter ist, die selber sozusagen so eine Erfahrung mitgemacht hat und dann in diesem Moment sozusagen, wie es darum geht, mit dem Kind gestresst, mit diesen verschiedenen Bindungssignalen umzugehen, sich deutlich schwerer getan hat, das Kind zu beruhigen. Aber das natürlich, weil sie selber nicht die Erfahrung gemacht hat. Und das ist was genau gemeint mit dem transgenerationalen Modell. Das heißt, wir haben es hier mit einem Bindungsmuster zu tun, was das Bindungssystem ist sozusagen sehr stark ausgeprägt, die Exploration sehr viel weniger und wir haben nicht diese schöne Balance, die wir vorhin gesehen haben. Und das heißt, es sind Einbußen da, also Vulnerabilitäten da, aber grundsätzlich kann man sagen, ist es organisiert. Ja? Das Kind hat in diesem ersten Lebensjahr gelernt, wenn ich mich sehr beschwere, wenn ich sehr viel weine und sehr viel sozusagen Bindungsverhalten zeige, dann bin ich sozusagen an meiner Mutter dran. Also man muss es mal anders sehen und das ist etwas, was ein hoher Anpassungsmechanismus ist. Die Vermeidung zeigt hier, also wenn wir das andere Muster noch anschauen, dass hier kaum Bindungsverhalten gezeigt wird. Die Kinder haben gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, sozusagen wenig Gefühle zu zeigen, sehr still sich zu verhalten, eher zu vermeiden und damit der Bindungsperson nah zu sein. Also alles dient ja im Sinne der Nähe, weil Bindung ist ein Überlebenskampf sozusagen. Und es geht darum, möglichst die Nähe zu sichern. Und bei diesen vermeidenden Kindern geht es vor allem darum, dass sie, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, dass sie eben über diese Vermeidung der Bindungsperson sehr nahe sind. Problematisch ist dann, dass wir sozusagen bei der desorganisierten Bindung nicht diese Fähigkeit der Kinder sehen, dass sie dann wirklich der Mutter sozusagen oder der Bindungsperson diese Nähe aufrechterhalten können. Und hier bricht sozusagen auch ein System zusammen und das ist etwas, was wir dann als Desorganisation sehen können. Das ist dann eher auch mit schwierigeren Entwicklungen verbunden. Wir sehen es aber vor allem in Hochrisikofamilien, in Familien, wo Eltern zum Beispiel auch selber eine psychopathologische Störung haben oder auch Gewalterfahrungen, die nicht verarbeitet wurden. Und das ist etwas, was wir jetzt eher sozusagen auf der Seite der Psychopathologie sehen würden, was sehr, sehr selten in gesunden Familien vorkommt, also bis zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Aber ich denke, es ist wichtig, sich mit diesem Bindungsmuster auch zu befassen, weil es eben etwas ist, was auch für die Prävention natürlich eine sehr zentrale Rolle spielt. Was sehen wir hier? Die Kinder brauchen ja die Bindungsperson, wenn sie Kummer haben, wenn eine Trennungssituation ist, wie jetzt in dieser Laborsituation, aber sie reagieren dann eben in Anwesenheit
dieser Person eben nicht damit, dass sie die Nähe, so wie wir es bei dem weinenden Kind gesehen haben, eben über eine ganz klare Signale sichern können, sondern zum Beispiel eher dann weglaufen, sich auf den Boden fallen lassen und eben sehr desorientiert oder auch Angst gegenüber einem Elternteil zeigen. Und damit es ein Konflikt ist, der nicht lösbar ist und deswegen auch entsprechend höchste Anzeichen von Stress beinhaltet. Das heißt, hier zeigt sich ganz deutlich, und das ist jetzt das einzige Bindungsmuster, wo man wirklich sagen kann, im Vergleich jetzt zu sicheren und zu den zwei unsicheren Typen, dass dieses Bindungsmuster mit eher schwierigeren Entwicklungen in Verbindung gebracht wird, es eben mit höheren sozusagen Stressparametern auch verbunden ist und eben meistens in Stichproben oder in Familien vorkommt, die eben selber sehr, sehr belastet sind. Hier zeigt sich das auch im Längsschnitt, dass diese Kinder später eher aggressiver, gewalttätiger zum Teil werden oder auch dissoziative Verhaltensweisen entwickeln, auch eben externalisierende Symptome entwickeln. Und das meistens eben entsteht, weil irgendwie eine Kollusion ist, dass die Eltern ängstlich sind oder sozusagen ängstigendes Verhalten haben oder eben selber eigene Traumata nicht gut verarbeitet haben. Und da entsteht dann eben genau das, dass dann das auch transgenerational weitergegeben wird. Ich mache jetzt ein kurzes Experiment mit Ihnen, was auch mit den Kindern gemacht wurde und den Eltern. Was würden Sie entscheiden, was das ist? Man weiß es nicht genau, ne? Was jetzt interessant war, ist, dass sichere Kinder sozusagen sehr flexibel antworten. Sie sagen, ja, die Aussage der Mutter ist vielleicht auch wichtig, aber sie trauen der eigenen Wahrnehmung. Auch wenn die Aussage der Mutter zum Beispiel von diesem Bild abweicht und sagen, nein, ich sehe da was anderes. Ja, sind da sehr selbstbewusst in ihrer Selbstwirksamkeit und sagen, nein, das ist eine Pferdekuh. Ja? Während dann unsicher gebundene Kinder der eigenen Wahrnehmung nicht so gut trauen und besonders die desorganisierten Kinder dann eher in so eine ganz, also eine sozusagen Hypervigilanz rutschen und sie trauen weder sich noch der Mutter oder der Bindungsperson und sind dann sozusagen ganz unfähig, eigentlich überhaupt irgendetwas zu sagen. Und da sieht man eben dann auch den Unterschied zwischen den unsicher gebundenen, vermeidenden, ambivalenten, aber auch den desorganisierten Kindern. Und das ist etwas, was sehr stark eben mit diesem epistemischen Vertrauen in Verbindung gebracht wird. Sie hatten vorhin die Frage ja gestellt, wenn da genetisch eine Auffälligkeit ist und man hat bei den Kindern auch eine genetische Auffälligkeit gefunden, und das ist wieder die gute Nachricht, da gibt es sozusagen Polymorphismen, die eine Rolle spielen können. Aber wenn wir hier eine feinfühlige Bindungsperson haben, dann kann die genau diese Prädisposition auch sehr gut kompensieren. Das heißt, die Kinder haben dann eine sichere Bindungsentwicklung genommen bei eben einer sehr feinfühligen Bindungsperson. Und das Gleiche sehen wir auch bei Jugendlichen, die eine sozusagen eher Vulnerabilität haben auf der genetischen Ebene, aber dann bei einer Bindungssicherheit dann entsprechend auch die wieder ausgleichen konnten. Das heißt, man kann hier auch nochmal bekräftigen, Bindung als Risiko, Bindung als Schutzfaktor, insbesondere eben die sichere Bindung. Ja, das wäre jetzt sozusagen mal die Grundlage gewesen der verschiedenen Typen im ersten Lebensjahr und ich würde jetzt kurz vielleicht noch auf eine transgenerationale Studie kommen und dann aber schon zum Erwachsenenalter, um Ihnen eben dann zu zeigen, wie man das auch mit psychischer, sozusagen psychischen Auffälligkeiten und Störungen in Verbindung bringen kann. Ich hatte Ihnen diese Folie gezeigt, dass eben die sozusagen empirisch und konzeptuell die beiden Muster zusammenhängen, in Zeiten des Kindes, aber auch der Bezugsperson. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man das messen? Bei dem Kind ist es ja nochmal einfach gewesen mit dem Verhalten. Und jetzt ist es natürlich wesentlich schwieriger, sich anzuschauen, wie Erwachsene sozusagen über ihre Bindungserfahrungen sprechen und wie wir das einschätzen können. Und da hat sich ein sehr interessantes Bindungsinterview entwickelt, was in den 80er Jahren von Carol George
ja, wirklich entwickelt wurde für Eltern, um dann zu sehen, wie sozusagen sprechen Eltern über ihre eigenen Bindungserfahrungen. Ich kann Ihnen einfach als Kliniker oder Psychotherapeuten oder Psychologen das ans Herz legen, sich vielleicht mal mit diesem Leitfaden zu befassen, weil er einfach, wenn man diese Fragen stellt, eine sehr schöne Bindungsanamnese eigentlich, eine Vorstellung, wie ist dann damals diese Person aufgewachsen, wie wurden die Bindungspersonen erlebt, wie werden sie heute bewertet und eingeschätzt. Man hat dann ein sehr komplettes und sehr rundes Bild eigentlich von dieser Bindungsgeschichte. Sie sehen bei den Fragen, es sind alles natürlich auch Fragen, die bindungsrelevant sind. Es geht um Trennungen, es geht um Verluste, es geht um auch bedrohliche Situationen, aber auch die Frage, wie wurden die Eltern sozusagen damals gesehen und heute gesehen? Hat Bindung sozusagen einen Einfluss auf die heutige Entwicklung, auf die Persönlichkeitsentwicklung, und welche Rolle spielt hier auch die Bedeutung von Bindung? Wir können auch hier eben vier verschiedene Muster entsprechend klassifizieren. Und die Erwachsenen, und das sind auch wieder eben ein hoher Prozentsatz bei gesunden Familien und gesunden Probanden, wie wir das auch bei den Kindern haben, da geht es einfach darum, dass diese Menschen, diese Personen, auch wenn sie schwierige Erfahrungen gemacht haben, sie sehr wertschätzend und sehr integriert Positives und Negatives berichten können und einschätzen können. Also auch diejenigen, die eine sehr schwierige Kindheit gehabt haben, wie zum Beispiel diese Mutter, die so feinfühlig war, die eine sehr schwierige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter, hat die aber sozusagen reflektieren können, einschätzen können und konnte dann das Unterbrechen weiterzugeben. Also hier geht es sehr darum, dass man sehr stimmig darüber spricht, dass man sehr sozusagen, wie wir sagen, kohärent, aber auch nachdenken kann und überlegen kann, was ist vielleicht schiefgelaufen in der eigenen Kindheit, was würde man gern anders machen und wie kann ich das sozusagen verstehen. Während die beiden anderen unsicheren Typen, wir haben ja hier bei den Kindern die Ambivalenz gehabt, das würde man hier als unsicher verstrickt bezeichnen, da geht es auch um Ärger, da geht es wirklich um ganz klaren Ärger, der immer noch heute spürbar ist, um vielleicht auch verstrickte Aspekte, Konflikte mit den Bindungspersonen, die nicht sozusagen sehr gut sozusagen integriert werden können. Und bei der unsicher Distanzierten, wie bei der Vermeidung bei den Kindern, geht es darum, dass diese Themen eher weg, abgeblockt werden, weggeschoben werden. Man will sich mit diesem Thema Bindung gar nicht befassen und sie hat auch keine besondere Rolle gespielt in der persönlichen Entwicklung. Und das, was besonders schwierig ist, ist eben tatsächlich für die psychischen Störungen das Muster, was wir hier nicht desorganisiert, sondern unverarbeitetes Trauma nennen. Und da sehen wir dann in den sozusagen Geschichten oder in den, wir sagen hier, Narrativen, dass wir auch Desorientierung sehen, sehr viel Hilflosigkeit, Schuld auf sich nehmen, auch Verleugnung oder sehr starke Hilflosigkeit, die eben nicht gut aufgelöst werden kann. Und das sehen wir dann entsprechend auch bei verschiedenen Störungsbildern. Da gebe ich Ihnen dann auch noch kurze Beispiele. Ja, zum Beispiel. Ja, bitte. Wenn die Bindung gelingt im Kind, im Kleinkindalter, im Babyalter, kann es ja im Laufe des Lebens zu Zerwürfnissen mit der Familie kommen, oder? Die auch wieder traumatisierend sein oder halt auch schwierig sein. Und kann dann eine Bindungsstörung, wir sind ein Kleinkind zugefügt werden, kann die noch mit 15 Jahren passieren. Also im Sinne von, dass eine sichere, geglaubte Sicherheit im Leben dann halt weggerissen wird. Oder? Das wundert mich, weil ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die haben eine schöne Kindheit und dann stirbt jemand oder es passiert was. Mhm. Und dann ist halt nicht mehr alles so wichtig, wie die Fluchterfahrungen in der Ukraine oder so zum Beispiel. Oder halt. Natürlich können so Einschnitte, Lebensereignisse, die Sie ansprechen, schon eine große Rolle spielen. Wenn man allerdings schon so eine sichere Basis hat, dann glaube ich, sind diese schwierigen Lebensereignisse auch besser zu bewältigen. Aber natürlich sind wir alle nicht davor gefeit, auch wenn ein Verlust, ein sehr schwerer Verlust ist, auch diesen Verlust erstmal nicht verarbeiten zu können. Das ist ganz klar.
Aber man sieht dann, glaube ich, schon, weil das ja etwas ist, was länger sich so entwickelt, so eine sichere Bindung, dass hier Ressourcen da sind und dass man dann trotzdem diese Ressourcen hat, auch wenn die Trauer sehr, sehr groß ist. Ja? Und man dann doch in der Lage ist, eben tatsächlich insgesamt so ein wertschätzendes Bild zu haben, sich auch an gute Dinge erinnern zu können, die in der Kindheit passiert sind und es einordnen zu können. Ich glaube, das genau macht Bindungssicherheit aus. Ja? Aber natürlich sind wir nie gefeit davor, bei solchen schweren Krisen oder Dinge, die passieren, die man nicht erwarten kann, natürlich ganz normal auch auffällige oder schwere sozusagen Gefühlseinbrüche zu haben. Ja? Ah, okay. Gut. Ich zeige Ihnen ein Beispiel jetzt, was wir unter unverarbeitetes Trauma verstehen. Vielleicht, dass Sie nachvollziehen können, wie wir hier diese Brüche in den Geschichten sehen. Beispielsweise, wenn man fragt, wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Eltern damals beschreiben, sagt jetzt eine Patientin, ich wurde früher von meinem Vater grün und blau geschlagen, ich habe es meiner Mutter erzählt, aber sie hat mich sehr zurückgewiesen und alles in die Schuhe geschoben. Und dann kommt sozusagen, fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was die Beziehung beschreiben würde, und das ist genau das, was wir hier als nicht verarbeitet sehen, ne, weil es sozusagen sehr abgespalten berichtet wird. Es war gar nicht so schlimm. Vielleicht habe ich es auch selbst verschuldet. Ich bin meinen Gefühlen total ausgeliefert. Ich weiß aber nicht, warum. Insgesamt waren meine Eltern prima Kerle, insbesondere meine Mutter hat uns sehr betüttelt. Also vielleicht sehen Sie, ohne zu wissen, um was es jetzt hier wirklich geht, das ist alles sehr nebeneinander, das ist nicht integriert. Ja? Und das versuchen wir in der Psychotherapie zu verändern, dass man dann sagen kann, es war wirklich schlimm. Und man muss es nicht verleugnen, man muss es nicht wegnehmen und man muss es nicht schöner reden, wie es eben vielleicht war, und kann es sozusagen insgesamt integrierter darstellen. Ja, was wir zeigen können ist, weil das ja das Thema Gesundheit ist, dass eben gerade die sichere Bindung, Entschuldigung, das ist jetzt hier mit Englisch, dass die eben bei den gesunden Familien zu einem sehr hohen Prozentsatz da eben vorhanden sind. Und gerade jetzt, und das zeigen sich auch bei Meta-Analysen, dass wir hier eben gerade, wenn wir Studierende oder Adoleszente oder Mütter und Väter untersuchen aus gesunden Familien, dass die Bindungssicherheit sehr hoch ist, während gerade jetzt zum Beispiel PTBS-Patientinnen oder auch Borderline-Patientinnen einen sehr hohen Anteil an Bindungstraumata haben. Ich würde dann auch schon zu dem Thema der verschiedenen Studien vielleicht kommen, wo wir dann uns hier die verschiedenen Bindungstypen bei auch verschiedenen Störungsbildern angeschaut haben. Jetzt haben wir 8:30 bis ungefähr Viertelstunde noch. Okay. Ja, da würde ich jetzt kurz noch hinspringen. Und zwar geht es jetzt eigentlich zu dem Thema Bindungsunsicherheit und psychische Störungen, um dann sozusagen auch noch die Ziele von der Psychotherapie zusammenzufassen. Wir haben jetzt gesehen, dass eben Bindungsunsicherheit und gerade Bindungstraumata eine große Rolle spielen und insgesamt eben kann man sagen, besonders bei Angststörungen, bei Depressionen, bei Persönlichkeitsstörungen, aber auch Essstörungen und Suchterkrankungen haben wir eben häufig diese Geschichten, wo wir sehen, dass hier die Dinge nicht gut miteinander in Einklang gebracht werden können, verleugnet werden müssen, Schuld auf sich genommen werden muss oder auch sehr desorientiert über diese Erfahrungen gesprochen wird. Und vielleicht schauen wir uns ganz insbesondere auch eine Störung an, bei der wir jetzt sehr viel beforschen, die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo es ja sehr stark darum geht, dass hier eben auch Übergriffe erfahren wurden, Misshandlung, Gewalterfahrungen und besonders auch Verlusterfahrungen eine große Rolle gespielt haben. Eine Patientin sagt, also ich weiß nicht, wenn meine Oma noch da wäre, wäre dann, ich weiß auch nicht, ich denke, dann wäre alles danach nicht passiert. Ich hatte ja sonst niemanden wirklich, ich weiß es nicht. Also gerade Verluste von wichtigen anderen Bezugspersonen wie Großeltern spielen gerade bei dieser Störung auch oft eine große Rolle. Und es zeigen eben die verschiedenen Zusammenfassungen jetzt auch, dass hier gerade diese unverarbeiteten Bindungstraumata eine große Rolle spielen. Sie hatten ja auch angekündigt gehabt, dass wir auch neurobiologische Studien machen. Wir haben zum Beispiel jetzt Bilder gezeigt, zum Beispiel dieses eine Bild Kind am Fenster oder eine Situation, einer Verlustsituation. Diese beiden Bindungsbilder stammen eben aus einem
Bindungsinterview, wo wir jetzt gerade mit diesen Bildern eben arbeiten. Und da geht es dann darum, zu erzählen, was passiert auf dem Bild, was könnte hier passiert sein, wie könnte es zu dieser Situation gekommen sein und was könnte die Person denken oder fühlen und wie könnte es weitergehen. Und was wir hier sehen, ist, dass gerade Patientinnen, die traumatisiert sind, eben sehr stark auch autobiografisches erinnern, dass das Kind sich sehr ausgeliefert fühlt und eben auch sozusagen sehr schutzlos fühlt und bei dieser Situation des Verlustes eben sehr verzweifelt und man sich noch an diesen Menschen festklammert. Wir konnten auch sehen, wenn wir diese Patientin dann entsprechend noch eben untersucht haben, dass hier besonders ein Zentrum im Gehirn aktiviert war, das mit eben Schmerz und Furcht assoziiert war, besonders bei diesen Themen, die eben mit dem Alleinsein und alleingelassen werden, eben in Verbindung gebracht werden. Und das war etwas, wo wir schon deutlich sehen konnten, Bindung spielt bei diesen Patientinnen eine große Rolle. Und ich zeige Ihnen jetzt eine Folie, die Sie jetzt auch nicht gleich überblicken können, nur um zu zeigen, dass in den heutigen Lehrbüchern oder in den heutigen Vorstellung, wie eine Störung entsteht, Bindung eben eine ganz große Rolle spielt, bis hin zu einer Veränderung des Oxytocin-Systems, das heißt sozusagen ein Neuropeptid, was für die Bindungsaufnahme sehr relevant ist. Und hier geht man davon aus, dass genetische Faktoren beitragen, aber auch die unsichere Bindung des Erwachsenen, die dann dazu beiträgt, dass bestimmte Signale des Kindes eben nicht so wahrgenommen werden, dass wieder weitergegeben wird mit einer niedrigen Feinfühligkeit, eingeschränkt, dass wieder sich in die Oxytocin sozusagen Bereiche des Kindes widerspiegelt und dann sozusagen seinen Kreislauf nimmt, also auch ein transgenerationales Modell. Einfach nur, um zu zeigen, dass es jetzt das, wenn man heute versucht, sich auch verständlich zu machen, wie so eine Störung auch entsteht. Und das finde ich interessant und zeigt auch wiederum die Nachhaltigkeit von Bindungsmodellen, dass das bei eigentlich einer biologischen Psychiaterin eine Rolle jetzt inzwischen spielt, dass sie sich sozusagen überlegt, wie jetzt diese Bindungserfahrungen auch aus dieser Sicht zu bewerten sind. Und das fand ich jetzt auch eine sehr wichtige Veränderung in der sozusagen Erkenntnis. Gerade bei der Depression spielt natürlich auch Verlust eine große Rolle. John Bowlby hat ja dieses Buch Verlust, Trauer und Depression damals 1980 geschrieben. Und wir wissen auch, dass gerade die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, sehr erhöht wird, wenn gerade auch eine Bindungsperson vor dem 11. Lebensjahr verloren ist und keine weitere wichtige Bindungsperson hier zur Verfügung steht. Und das zeigen eben einige auch Studien, dass das sozusagen dann ein höheres Risiko ausmacht. Und insofern kann man sagen, auch in den neuen Modellen, also wenn jetzt hier sozusagen die Frage ist, der Perspektiven aus psychodynamischer Sicht beispielsweise, wie eine Depression entsteht, dann werden eben genau diese Fragen des Verlustes, aber auch der Bindung, der Mentalisierung hier sehr betont als etwas, was man auch in der Psychotherapie, ist in dem Fall eine sehr sozusagen manualisierte Therapie für depressive Patienten auch unbedingt mit aufnehmen sollte. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, um nochmal dieses Bilderset ein Beispiel zu nennen. Das ist ein Bild, was gerade bei depressiven Patientinnen und Patienten eine große Rolle spielt. Es geht um Verlusterfahrung und die Frage ist eben, wie kam es zu dieser Szene? Was könnte die Person denken oder fühlen und wie könnte es dann weitergehen? Ich zeige Ihnen dieses Narrativ, weil ich Ihnen dann in ein paar Minuten ein zweites zeigen werde, was dann nach einer Behandlung deutlich macht, was sich hier in der Verarbeitungsstruktur verändert hat. Und ich lese Ihnen jetzt das vor, damit Sie es gut lesen oder vielleicht können Sie es hinten nicht so gut lesen. Eine Patientin sagt hier, es ist eine wichtige Person verstorben und der Mann vor dem Grab ist halt sehr traurig und fühlt sich total hilflos. Weiß halt nicht, was er machen kann oder ob er überhaupt irgendwas machen kann und weiß halt auch nicht. Also ist eigentlich für ihn ziemlich unerträglich, dass diese Person nicht mehr da ist und ist ratlos, hat die Person sehr geliebt, fühlt sich dem Toten noch sehr nahe, klammert sich an diesen. Wir fragen ja, wie könnte es auch weitergehen? Da gibt es jetzt aber kein Weitergehen, sondern es sozusagen klammert sich weiter innerlich an diese Person. Und wir werden dann sehen, wie sich sozusagen der Raum öffnet und eine Möglichkeit sozusagen ist,
diese sozusagen Hilflosigkeitssituation auch zu verändern. Wir haben diese Geschichten mehrmals sozusagen gerade bei depressiven Patientinnen gesehen und das ist etwas, was sozusagen dann die Frage ist, wie können wir das in der Psychotherapie auch entsprechend verändern. Insofern komme ich jetzt zu dem letzten Teil, nämlich die Frage, was brauchen wir in bindungsbasierten Interventionen oder wie können wir sozusagen mit Patientinnen und Patienten arbeiten und zeigt sich eine Veränderung in dieser Bindungsunsicherheit in Richtung psychische Gesundheit und eben Bindungssicherheit. Wenn wir uns jetzt besonders die frühen Interventionen anschauen, bis hin zu den frühen Hilfen, gibt es auch ein sehr schönes Handbuch, was zeigt, dass wir gerade jetzt bei Eltern, die zum Beispiel jetzt auch Schwierigkeiten haben im ersten Lebensjahr mit den Kindern oder auch später, dass hier besonders die Arbeit an der Feinfühligkeit sehr, sehr wirksam ist und dass eben insbesondere zum Beispiel mit Videofeedback sehr gut funktioniert, indem man sehr viel die positiven, die gut gelungenen Interaktionen sehr betont und miteinander durcharbeitet. Ja? Auch die Bindung, die Verarbeitung von Bindung, also wie wir es jetzt gerade in den Geschichten gesehen haben, wird bearbeitet. Das heißt, der Versuch, sozusagen die eigene Bindungsgeschichte besser zu verstehen und besser auch verarbeiten zu können. Und natürlich auch das Einbeziehen des gesamten Familiensystems, sozialen Unterstützungssystems. Und hier gibt es eine ganze Reihe, die Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben. Da gibt es vom angloamerikanischen Raum einiges, aber auch eben aus dem deutschsprachigen Raum. Und eigentlich, man kann letztlich sagen, alle arbeiten vor allem mit der Feinfühligkeit oder eben an diesen eigenen Schemata, wie man die eigene Bindungsgeschichte besser einordnen kann. Und da gibt es eben sehr eindrucksvolle, wirklich sehr gut didaktisch aufgebaute Programme, die genau das, was wir gerade gesehen haben, sozusagen in eine Intervention packen. Und das wäre jetzt zum Beispiel diese entwicklungspsychologische Beratung, wo wir uns ganz genau diese Videos anschauen, was ist jetzt eben sehr gut gelungen oder wo kann man auch eben etwas verbessern. Grundsätzlich kann man sagen, Ziel einer Psychotherapie aus bindungstheoretischer Sicht sollte eben sein, dass hier mehr Raum für Exploration mental da ist, dass man sozusagen diesen Raum öffnen kann, so wie bei den Kindern im ersten Lebensjahr, wie wir bei diesem Beispiel gesehen haben, das Kind konnte dann sich wieder beruhigen, konnte sich wieder für das Spielzeug interessieren und das Bindungssystem war sozusagen wieder in Ordnung. Und auch das sollten wir natürlich bei unseren Patientinnen und Patienten versuchen, indem wir hier diese unsicheren Arbeitsmodelle von Bindung in Richtung Bindungssicherheit verändern. Ich komme jetzt dann schon zu dem letzten Teil und damit auch bald zum Schluss, dass Sie dann auch noch genug Zeit haben zu diskutieren. Vielleicht kurz noch ein paar Befunde zur Bedeutung von Bindung in der therapeutischen Arbeit. Man kann sagen, dass Bindung sehr prädiktiv ist, sozusagen für ein Gelingen in der psychotherapeutischen Situation. Auch hier, wenn jemand ein paar Ressourcen hat, auch ein paar sozusagen Bindungssicherheit schon vielleicht zum Anteil mitbringt, dann ist es etwas, was sehr sozusagen positiv sich auch auf die Psychotherapie auswirken kann, weil man hier sozusagen auch einfach die Bereitschaft hat, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen und das natürlich dann auch entsprechend ein positives Element sein kann. Wir sehen gerade bei den vermeidenden, bei den bindungsvermeidenden Personen, dass sie sich sehr schwer tun, eben Hilfe in Anspruch zu nehmen und dass das dann auch in der therapeutischen Arbeit eben schwierig sein kann, weil sich da auch Therapeuten zum Teil nicht wertgeschätzt und zurückgewiesen fühlen. Die Bindung des Therapeuten ist schwer zu erfassen. Die allerwenigsten wollen von sich wissen, wie sie gebunden sind. Es gibt wenige Studien, aber die paar, die es gibt, zeigen, dass es gerade bei den Therapeuten, die bindungssicher sind, und es sind auch wieder eine große Anzahl, sich mit schwerer gestörten Patienten leichter tun, als diejenigen, die vielleicht selber eine unsichere Bindung haben. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr wenige Befunde bisher da. Interessant ist, dass gerade im Bereich der Traumapädagogik oft auch die Frage kommt, dürfen wir unseren eigenen Bindungshintergrund besser verstehen, weil wir ja mit diesen schwer gestörten Jugendlichen zu tun haben. Und das ist wohl etwas, was sehr hilfreich ist, dann auch um gerade diese Verstrickungen oder auch Retraumatisierungen, die dann entstehen können, selber besser einordnen zu können. Und hier gibt es
einige Gruppen, besonders zum Beispiel auch in der Schweiz, die hier sehr aktiv sind und eben Bindungsforschung an sich selber sozusagen machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr hilfreich sein kann. Bevor ich jetzt Ihnen noch zwei Studien vorstelle, um die Veränderung darzulegen und dann auch nochmal auf diesen depressiven Anteil zu sprechen komme, der sich dann deutlich verändert hat, möchte ich kurz noch betonen, dass Bowlby uns eigentlich schon sehr früh in seinem letzten Band Handlungsanweisungen an die Hand gegeben hat und gesagt hat, der Therapeut dient eben als sichere Basis, so wie eine Bindungsperson. Und gerade diese Reflexion von diesen inneren Arbeitsmodellen sollte ein wichtiger Bestandteil sein in der Therapie und natürlich auch der Versuch, sozusagen diese inneren Arbeitsmodelle von Bindung zu verändern. Inzwischen gibt es eine große Anzahl von Untersuchungen, die zeigen, dass das eben auch gemacht wird mit verschiedenen Methoden in verschiedenen Bereichen, stationär, Einzeltherapie, Gruppentherapien, psychodynamisch, aber auch verhaltenstherapeutisch, aber mehr eigentlich interessanterweise im Bereich der tiefenpsychologischen Therapien. Wir haben in einer Studie, die mit Borderline-Patientinnen gearbeitet hat, eine modifizierte tiefenpsychologische Therapieform eingesetzt, die nennt sich übertragungsfokussierte Psychotherapie, die ganz spezifisch arbeitet sozusagen in der Übertragung mit diesen verschiedenen Anteilen von sich und anderen. Und interessant war, dass wir hier wirklich, das Ziel ist auch wirklich diese Integration von sich und anderen zusammenzubringen. Wir hatten ja dieses eine Beispiel, was ich Ihnen gezeigt habe von dieser Patientin, die gesagt hat, naja, ich wurde grün und blau geschlagen, aber eigentlich waren meine Eltern prima Kerle, wo das wirklich sehr auseinandergehalten wurde. Und das ist genau das, was wir in dieser Therapieform versuchen zu verändern und das verglichen haben mit einer sozusagen anderen, die sozusagen darauf nicht so fokussiert, genau diese verschiedenen Anteile von sich und die Wahrnehmung von sich und den anderen zusammenzubringen. Und was ein sehr schönes Ergebnis war, und das haben wir gar nicht erwartet, ist, dass dann tatsächlich ein hoher Anteil an denen, die wirklich insgesamt unsicher gebunden waren, sich dann 12 in Richtung wirklich Bindungssicherheit verändert haben und damit auch nach 1,5 Jahren doch immerhin eine relativ kurze Zeit bei der schwer gestörten Borderline-Symptomatik hier eine deutliche Verbesserung da war. Das war sozusagen das Narrativ, was ich Ihnen ja am Anfang gezeigt hatte. Und das hat sich dann verändert, nämlich, dass natürlich die Geschichte sich in der Dramatik und auch in den Fakten nicht verändert hat, aber das Einordnen der Geschichte sich verändert hat. Ich wurde von meinem Vater früher sehr oft geschlagen. Jetzt wird mir langsam klar, wie viel es mir ausgemacht hat, dass ich mit meiner Mutter nicht darüber sprechen konnte und sie mich nicht verteidigt hat. Das war sehr schlimm im Nachhinein betrachtet. Es war auch sehr schwierig und ängstigend mit beiden und nicht wirklich schützend. Ich habe mich da rausentwickeln müssen, war lange regelrecht stecken geblieben, weil ich dachte, ich bin an allem schuld. Also schon mal eine Erkenntnis, es ist noch nicht sozusagen alles in Butter, aber die Fähigkeit, es einzuordnen, hat sich deutlich verändert. Also ich hoffe, das konnten Sie jetzt sozusagen im Vergleich zu der ersten Geschichte ein bisschen nachvollziehen. Und insofern kann man sagen, diese sozusagen Behandlung hat eben im Sinne jetzt natürlich auch der Bindungsveränderung sehr gut wirken können. Ich komme jetzt noch zu einem letzten Beispiel und greife dann auch nochmal dieses Narrativ auf mit dem Verlust. Es ist eine psychoanalytische Studie gewesen, das ist jetzt wie gesagt das Letzte, was ich noch, dann haben wir noch genau eine Viertelstunde. Was ich Ihnen zeigen wollte, das ging um eine depressive Patientin, die in analytischer Behandlung waren, die wir auch neurobiologisch untersucht haben. Das war die erste Studie in diesem Bereich. Auch hier hat Bindung eine große Rolle gespielt. Und was wir sehen konnten, ist, dass sich die Narrative eben deutlich neben der Symptomatik natürlich und allem anderen sehr verbessert haben. Und ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz diese eine Geschichte, die Sie schon kennen. Und was dann nach einem Jahr Behandlung sich eben dann entwickelt hat. Ich lese vor allem vielleicht den Schluss vor. Es steht eben ein Mann vor dem Grabstein, es ist schief und es ist vielleicht ein alter jüdischer Friedhof und ja,
ist vielleicht ein Familienmitglied, das er da besucht. Auf jeden Fall ist sein Gedanken versunken und ernst. Er wird vielleicht noch ein Weilchen dort verweilen, es anschauen, dann irgendwann geht er weiter und dann denkt er noch über die Situation nach und an die Zeit mit dem Verstorbenen und dann passieren wieder neue Dinge und er ist wieder in einer neuen Situation und jetzt ist er in der Zukunft. Die Patienten haben die Bilder nicht mehr gut erinnert nach über einem Jahr und haben dann tatsächlich das nochmal als neu empfunden, darüber eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, ohne dass sie die Auswertung jetzt kennen, können sie wahrscheinlich die Ansicht teilen, dass hier sozusagen sich einiges getan hat. Dieses Anklammern, diese sozusagen Hilflosigkeit, Verzweiflung hat sich deutlich verändert. Und hier würden wir einfach sagen, auch die mentale Exploration hat hier sehr stark zugenommen. Auf der neurobiologischen Ebene konnten wir auch zeigen, dass sich die Patienten am Anfang, gab es eine sehr starke Amygdala- und Hippocampus-Aktivierung am Anfang der Behandlung, die sich dann sozusagen nach diesen 15 Monaten deutlich verbessert hat und den Gesunden angeglichen hat. Die letzten zwei Folien, ich wollte Ihnen möglichst heute näher bringen, dass die Bindungsforschung in Bezug auf Schutz- und Risikofaktoren Möglichkeiten hat, diese darzustellen, zu beforschen, was natürlich auch für den Präventionsansatz wichtig ist, wenn wir eben sehr frühzeitig erkennen, wenn Bindungserfahrungen nicht gut verarbeitet werden, um das eben dann nicht an die nächste Generation weitergeben zu müssen. Bindungssicherheit ist stark mit psychischer Gesundheit verbunden. Das zeigen sehr viele Studien, auch die Studien jetzt in der Pandemiezeit. Ich hatte ein paar genannt, dass das sozusagen auch ein Schutzfaktor ist, eine Ressource ist, besser mit solchen Krisen umgehen zu können. Man hat sehr deutlich sehen können, und das zeigen auch die Ätiologiemodelle, dass eben gerade bei Persönlichkeitsstörungen, aber auch Depressionen und Angststörungen Bindung eine große Rolle spielt, die zum Verständnis beiträgt. Und insbesondere traumatisierte Patienten haben eben sozusagen diese eher desorganisierten oder unverarbeiteten Bindungsrepräsentationen. Transgenerational haben wir sehen können, dass hier auch eine sichere Bindung ein wichtiger Schutzfaktor ist, trotz vielleicht Belastung. Wir hatten eine Studie, die ich jetzt kurz ausgelassen habe, aus Zeitgründen, wo wir belastete Mütter eben untersucht haben, wo wir die Genetik eben auch untersucht haben, die das genetisch nicht weitergegeben hat, aber eben sie sehr viel sozusagen auch schwierige Biografien hatten. Und hier war die sichere Bindung auch ein wesentlicher Schutzfaktor neben sozialer Unterstützung, aber auch biologischen Prädispositionen. Und die meisten Psychotherapiestudien, die jetzt gemacht wurden, belegen die Veränderbarkeit von Bindungsunsicherheit in Richtung Bindungssicherheit. Und das, was sicherlich noch mehr gemacht werden sollte, weil es auch für die Psychotherapieforschung, glaube ich, wichtig ist, neuronale sozusagen Veränderungen auch aufzuzeigen, zu beweisen und eben das sozusagen dann auch entsprechend diese Korrelate mitzuerheben, um auch zu zeigen, wir haben ein neuroplastisches Gehirn und hier können wir auch Veränderungen durch Psychotherapie nachweisen. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie so lange durchgehalten haben und hoffe, dass wir jetzt noch genügend Fragen Sie beantworten kann. Und das sind alle meine sozusagen Kooperationspartnerinnen und denen danke ich natürlich auch, weil ohne die wären solche Forschungen und Untersuchungen nicht möglich. Vielen Dank.